Nun leben wir in einer Demokratie, da darf jeder demonstrieren, natürlich auch Rechtsextreme, Rechtspopulisten oder Reichsbürger. Genauso dürfen aber auch die anderen, denen dann die rote Karte zeigen. Und das hat heute zum Beispiel eine Anwohnerinitiative in der Friedrichstraße getan. Motto: den Nazis keine Mitte. 15.25 Uhr. In diesem Moment treffen die Rechten und die Gegendemonstranten an der Friedrich-Ecke Reinhardtstraße aufeinander. Allerdings 50 Meter voneinander entfernt, getrennt durch Absperrgitter und durch Polizisten. Die Reaktionen zueinander, Unvereinbarkeit, und die ist nicht zu überhören. Früh am Morgen Bühnenaufbau der Anwohnerinneninitiative für Zivilcourage gegen Rechts. Tina Bonarius und ihre Mitstreiter organisieren schon zum dritten Mal eine Gegendemonstration. Sie wohnen alle hier um die Ecke. Irgendwie die Nazis zogen immer durch Mitte und dann haben wir gesagt, wir lassen uns das nicht gefallen, wir nehmen das nicht hin. Dann haben wir uns gegründet. Diejenigen, die heute vorgeben, sich für Deutschland einzusetzen, sind diejenigen, die letztendlich Deutschland zerstören wollen. Und die alten Vorbilder der Nazis von heute haben das ebenfalls schon mal gemacht. Und insofern muss man an dem Punkt achtsam sein. Wir sind seit über 2 Jahren aktiv und bereiten halt als eine unserer Aktionen, gehen wir halt auf die Straße, wenn Rechtsextreme durch unseren Kiez laufen. Wie heute. Und so haben sie in ihrer Freizeit mobilisiert, so viel sie nur konnten, und eine Reihe von Künstlern eingeladen. Das spricht sich nicht nur im Kiez herum, auch von den angrenzenden Stadtteilen sind sie gekommen. Es wird gegen Rechts gejodelt. Und auch Reinhard Krebe zeigt Gesicht. Dem Haus gegenüber steht, ja, bis raus, ich in meiner Haushose vor. Und die Alten mischen sich ein. Wir wollen auch zeigen, dass auch ältere Menschen oder alte Menschen politisch sind und eine Meinung haben und protestieren können. Und dass die Omas nicht nur im Sessel sitzen und Zeitung lesen. Deshalb sind sie lautstark mit dabei, als die rund 500 rechten Demo-Teilnehmer um 15.25 Uhr durch die Friedrichstraße Richtung Alex an ihnen vorbeiziehen. Und nachdem der Spuk vorüber ist, können auch alle aus der Anwohnerinitiative für Zivilcourage so richtig entspannen.